keine Lust, sich dauernd dem auszusetzen, dass man für etwas genommen wird, was man gar nicht ist. Ja. Und dann kann man es ja auch lassen. Hast du das denn mit Argwohn betrachtet, als Fanny Van Dunn mit den Toten Hosen damals angefangen hat, zusammenzuarbeiten? Ja, die Toten Hosen und Fanny Van Dunn sind einander so fern, wie man sich ferner nicht sein kann. Also ja. Fanny ist unglaublich charmant. Mhm. Und die Hosen sind, also zumindest in Gestalt ihres Sängers Campino, also das ist ein Dummklumpen von unfassbarem Ausmaß. Also der typische Klassensprecher, wie man ihn früher gehasst hat. Also so einmal Juso, immer Juso. Mhm. Und ja, so der Jugend-Talkshow-Beauftragte auf dem flachsten Nenner. Ja. Die Toten Hosen haben das Talent, unglaublich charmante Lieder von Fanny Van Dunn so klingen zu lassen, als sei ein Panzerkrieg drüber weggegangen. Das ist sehr bitter. Ja. Denn also das menschliche Ohr ist ein sehr empfindliches Organ, vielleicht sogar das empfindlichste, das wir haben. Und es tut dem Ohr sehr weh. Fannys Gründe dafür kenne ich nicht. Und ich hoffe, dass sie ihn wenigstens saugut dafür bezahlt haben und dass er überhaupt keine finanziellen Sorgen mehr hat für den Rest seines Lebens. Und das ist absolut seine Angelegenheit. Ja. Das ist auch keine, das ist überhaupt keine moralische Sache, nee. Sondern es ist eine reine, also meine Einwände sind rein ästhetischer Art. Hm. Die gehen aber nicht gegen Fanny. Ja. Sondern die gehen gegen alle Leute, die sich charmante Lieder unter den Nagel reißen, um dann Grütze draus zu machen. Mhm. Da ist man auch dabei, wenn Phil Collins es wagt, Cyndi Lauper zu covern, dann möchte man nur noch mit dem Kopf gegen die Wand laufen. Miles Davis ja. konnte sehr wohl Cyndi Lauper covern, aber da muss man eben sagen, quod licet Jovi, non licet Phil Collins. Der darf das nicht, aber er weiß es nicht. Ja. Und das ist, also das Wesen der Dummheit besteht ja darin, dass sie sich selbst nicht bemerkt als mhm. solche. Ja. Deswegen ist dagegen so wenig zu machen. Die halten sich ja dabei für klasse, wenn sie ganz große Katastrophen anrichten. Ja. Und seltsamerweise hören sie nicht auf mich, wenn ich ihnen das sage. Das finde ich die komisch. Die wollen nicht hören. Nee, die sollten auf mich hören, weil ja. ich klüger bin als sie. Und ich bin auch musikalischer. Und deswegen, ja. ich kann ihnen das sagen, ich kann das auch begründen, warum das nicht geht. Aber sie wollen es nicht wissen. Ja. So ist es. Okay, wir müssen eine ganz kurze Pause machen. Ja. Tut mir leid, da sind wir gleich wieder zurück mit Wiglaf Droste und Charlotte Roche. Ja. Zurück bei der Sendung Fast Forward. Und hier sitzt Wiglaf Droste immer noch. Wir sitzen übrigens in Berlin. Ich habe nicht einmal gesagt, wo wir sitzen. Ich bin eine sehr schlechte Moderatorin. Egal. Ich muss dich zu einer bestimmten Person noch befragen. Und zwar zu Harald Schmidt. Wie stehst du zu dem? Ich kenne ihn nicht. Nein, nicht persönlich. Aber du hast ja keinen Fernseher. Hast du es früher denn mal geguckt, als du einen Fernseher hattest? Ja, habe ich schon mal gesehen. Ja. Und? Er ist nicht so schlecht, wie viele Leute sagen. Aber was mir überhaupt nicht gefallen hat, das habe ich zufällig gesehen, war ein Interview oder ein Gespräch zwischen Willemsen und Schmidt. Mhm. Und da hat Schmidt sich so zum Katholizismus bekannt und gesagt, er hatte auch das letzte Buch von Josef Kardinal Ratzinger dabei. Gott und die Welt heißt das. Und mhm. genau so ist das. Ich nehme an, Harald Schmidt und ich sind die Einzigen, die es gelesen haben. Ein grauenhafter Unfug steht da drin. Ja. Also beispielsweise, dass Sexualität nur auf heterosexuellem Wege so zu ihrer Bestimmung findet. Mhm. Und sowas. Und ich finde das schon relativ seltsam, dass ein intelligenter Mann wie Harald Schmidt so ein Buch dann in die Kamera hält und lobt und sagt, sowas sollte man lesen. Und so Witze über den Katholizismus fände er überhaupt völlig deplatziert. Mhm. Ja, und dann haben sich ja auch so die konservativen Zeitungen vor Lob gar nicht mehr eingekriegt. Ja. Also sie dann dachten, Harald Schmidt sei jetzt einer von ihnen. Ich weiß nicht, ob er das tatsächlich ist. Ja. Aber was ich dann schon geschätzt habe, ist, dass er auch mal einen Fehler zugeben kann. Also im Kosovo-Krieg hat er sich in einem Spiegel-Interview doch dazu hinreißen lassen, zu sagen, ja, da müsste man doch wohl Bodentruppen reinschicken. Mhm. Und darüber habe ich in der Taz ein kleines Stück geschrieben. Also dass der nachher zugegeben hat. Dass Harald Schmidt jetzt auch der Meinung ist, Bodentruppen und mhm. also wie halt so die Propaganda wirkt und dass auch kluge Köpfe von ihr ergriffen werden können. Ja. Und das hat er wohl dann später mal in einem Fernsehinterview mit Belz hat er zugegeben, dass das ein Fehler gewesen sei,
mit den Bodentruppen zu behaupten, da sei der Eitelkeit aufgesessen, sich vom Spiegel mal auch nach militärpolitischen Dingen fragen zu lassen, von denen er ja eigentlich auch gar nichts verstehe. Das unterscheidet ihn sehr von vielen anderen. Ja. Weiter weiß ich sonst nicht. Nee, aber das ist nämlich lustig, weil du hast halt gerade, guck mal hier, täglicher Müllrunterbringer. Da wir haben ja vorher in den Takes schon drüber gesprochen. Und das schätze ich eben so an Harald Schmidt, dass man, je nach, egal was passiert, ob das irgendein Boulevard-Scheiß ist an einem Tag, also oder irgendwelche Katastrophen, außer jetzt von Amerika-Katastrophe abgesehen, weil da wurde ja nicht gesendet. Und man weiß halt, man guckt's und dann wird der Müll runtergebracht. Und dabei kann man zugucken. Und dafür finde ich den sehr, sehr, sehr wertvoll. Ja, er ist halt ein Witzableiter, wenn man so will. Und, ja. Aber ich müsste es mir wirklich mal wieder ansehen. Ja. Soll ich dir einen Fernseher schenken? Ich hab ja einen Fernseher. Ja, gut. Er steht aber in einer alten Wohnung und das Leben ohne Fernsehgerät ist so unglaublich wohltuend. Ja. Dieses ganze Gejabbel nicht am Ohr zu haben, dass ich, glaube ich, nicht wieder darauf zurückgreifen möchte. Aber dann kannst du meine Sendung nicht gucken. Das ist dir scheißegal. Das ist sowas von bitter. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Wusste ich doch, dass du das sagst.